der Preis und die technischen Daten des wundervollen Samsung Galaxy S10 Lite. Samsung ist stets bemüht, sich von anderem abzuheben, da der Trend des Unternehmens jetzt darin besteht, ein Flaggschiff zu einem erschwinglichen Preis herzustellen, um mit chinesischen Unternehmen zu konkurrieren, die sich in der Smartphone-Welt deutlich profiliert haben. Das vielleicht herausragendste ist Xiaomi, weshalb Samsung die gleiche Richtlinie anwendet, um wettbewerbsfähig zu sein, und Samsung sein Handy, das Note 10 Lite und das Samsung Galaxy S10 Lite sowie das Note 10 Lite als das Telefon auszeichnet. Das billigste Samsung-Handy, das den S Pen unterstützt. Das S10 Lite zeichnet sich dadurch aus, dass es nicht nur das billigste Samsung-Handy mit einem Snapdragon 855 Prozessor ist, das offiziell in Ägypten ausgeliefert wird, da das Telefon über ein Display verfügt eingeschaltet. Der Hohlkörper mit einer 32-Megapixel-Frontkamera mit Blick auf die Leistung des führenden Prozessors, wie oben erläutert. Lernen Sie daher die vollständigen Spezifikationen des Samsung Galaxy S10 Lite und die wichtigsten Vor- und Nachteile kennen. Samsung Galaxy S10 Lite technische Daten, minus. Unterstützt NFC-Nahbereichskommunikation. Das Telefon hat Abmessungen von 162,5 x 75,6 x 8,1 mm bei einem geschätzten Gewicht von 186 Gramm. Das Telefon unterstützt 2 Nano-SIM-Karten. Die zweite Generation unterstützt 2G, 3G und 4G. Die Materialien, aus denen das Telefon hergestellt wurde, stammen aus Kunststoff mit einem Metallrahmen. Der Bildschirm hat die Form eines Lochs wie das Note 10 Lite, und der Super AMOLED Plus Bildschirm verfügt über eine 6,7 Zoll FHD Plus Auflösung mit 1080 x 2400 Pixel bei einer Pixeldichte von 394 Pixel pro Zoll und ist mit dem Bildschirm kompatibel. Immer auf dem Bildschirm und HDR 10 Plus. Sie können die Steuertasten abbrechen und das Telefon mit Gesten verwenden. Es kommt mit soliden 128 GB Speicher mit 8 GB zufälligem Speicher. Minus: das Telefon unterstützt die Möglichkeit, den Speicherplatz auf bis zu 1 dB zu erhöhen und den zweiten Chip zu platzieren. Die Festplatte stammt von UFS 2.1. In Bezug auf die Leistung verfügt das Telefon über einen Qualcomm Snapdragon 855 Prozessor mit 7 Nano-Technologie und einen Adreno 640 Grafikprozessor, der mit dem Mi 9T Pro und OnePlus 7 Pro identisch ist. Die Frontkamera verfügt über 32 Megapixel und einen f2.2 Objektivschlitz. Die hintere Kamera ist auf der Rückseite des Telefons leicht hervorgehoben und wird mit einer Dreifachkamera geliefert. Die erste Kamera verfügt über 48 Megapixel mit einem f2.0 Objektivschlitz, der die Hauptkamera des Telefons darstellt und den optischen Stabilisator unterstützt. Superstabiles OIS, und die zweite Kamera verfügt über 12 Megapixel mit einem f2.2 Objektivschlitz, der die Kamera für die Fotografie darstellt. Die Ultrawide für die dritte Kamera verfügt über eine Auflösung von 5 Megapixeln mit einem f2.4 Objektivschlitz, der für die Mikrofotografie mit einem einzelnen LED-Blitz vorgesehen ist. Die Kameras unterstützen den Digital-Zoom bis zu 8-mal, jedoch ohne Zoom-Objektiv gewidmet. Das Telefon unterstützt Videoaufnahmen in 4K-Qualität mit einer Auflösung von 2160 Pixel bei einer Aufnahmerate von 30 und 60 Bildern pro Sekunde sowie Aufnahmen in FHD-Qualität bei 1080 Pixel bei einer Aufnahmerate von 30, 60 und 240 Bilder pro Sekunde. Das Telefon unterstützt Wi-Fi mit den Frequenzen ABGNAC zusätzlich zur Unterstützung des Dual-Band-Hotspots Wi-Fi Direct. Bluetooth wird mit der fünften Version geliefert, die A2DP-LE unterstützt. Das Telefon unterstützt die GPS-Geolokalisierung mit Unterstützung für andere Navigationssysteme wie AGPS, GLONASS, Galileo, BDS. Der USB-Anschluss stammt vom neuen Typ C. Sicherheitsmaßnahmen: das Telefon unterstützt den Fingerabdrucksensor und befindet sich am unteren Bildschirmrand. Außerdem unterstützt es die Funktion zum Entsperren des Gesichts. Das Telefon unterstützt die meisten anderen Sensoren wie Beschleunigung, Nähe, Kompass und Gyroskop. Der Akku hat eine Kapazität von 4500 mAh und einen Akkuhalter zum schnellen Laden von 45 Watt. Das Telefon wird mit dem neuesten Android 10 Betriebssystem mit der Samsung One UI 2 Schnittstelle geliefert. Das Telefon ist in Weiß, Schwarz und Blau erhältlich. Nachteile des Samsung Galaxy S10 Lite, minus. Das kabellose Laden wird nicht unterstützt. Die Beständigkeit gegen Wasser und Staub ist nicht zertifiziert.
Externe Lautsprecher unterstützen keinen Stereoton. Der 3,5 mm Kopfhöreranschluss wird nicht unterstützt. Dem Telefon fehlt die Unterstützung für die Telezoom-Kamera. Das Unternehmen hat das Vorhandensein einer Schutzschicht auf dem Bildschirm nicht offiziell angekündigt. Es wird nicht unterstützt, zwei SIM-Karten und eine Speicherkarte gleichzeitig zu installieren. Das 45 Watt Ladegerät ist nicht in der Telefonzelle enthalten und das 25 Watt Ladegerät ist ausreichend. Die Benachrichtigungslampe wird nicht unterstützt, jedoch die Funktion immer angezeigt. Die Rückmaterialien sind aus Kunststoff, nicht aus Glas. Samsung Galaxy S10 Lite Eigenschaften, minus. Unterstützt 4K-Fotografie mit 60 Bildern pro Sekunde mit hervorragender Videostabilisierung. Der Akku hat eine große Kapazität und reicht für den täglichen Gebrauch aus. Große AMOLED-Bildschirm mit sehr guter Auflösung mit fast nicht vorhandenen Kanten. Sie erhalten sofort die neueste Version von Android 10. Dank der 45 Watt Schnellladetechnologie wie dem S20 Ultra wird der Akku in kürzester Zeit aufgeladen. Aber das ist, wenn Sie das 45W-Ladegerät separat gekauft haben. Starke Leistung dank des Qualcomm Snapdragon 855 Prozessors, der in der Lage ist, verschiedene Aufgaben und schwere Spiele hervorragend auszuführen. Dies ist das wichtigste Merkmal dieses Telefons. Es ist der Punkt für hervorragende Leistung und der Snapdragon-Prozessor, nicht Exynos. Öffnen Sie die Samsung Galaxy S10 Lite Telefonablage, minus. S10 Lite Telefon, 25W Ladekopf, USB-Kabel Typ C, Kopfhörer Typ C, Metallstärke, Bedienungsanleitung zur Verwendung des Telefons, transparente hintere Abdeckung. Das neueste Update für den Handypreis ist der 23. August 2020. Samsung Galaxy S10 Lite Preis, minus 659 Euro.